Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich versuche jetzt in diesem Video zum zweiten Mal die Frage zu beantworten, was der Förster vom Bushcrafter hält, beziehungsweise was Jäger vom Bushcrafter halten. Aber erstmal muss ich einen Schluck Wasser trinken, das schwarz ist. Rein zufällig, weil es steht schon länger rum. Ich würde niemals schwarzes Getränke trinken, normalerweise. Ne? Das ist nur, weil das Wasser schon lange gestanden ist. Gut, nachdem das geklärt ist, hoffe ich, dass ich niemandem wahnsinnig auf den Schlips trete oder mich nicht jemand jetzt wahnsinnig hasst, wenn ich die Behauptung aufstelle, dass es verschiedene Arten von Bushcraftern und Survivalern gibt, die so im Wald herumschleichen. Und ich würde je nach Nervigkeit, beziehungsweise in der Nervigkeitsskala von wenig nervig bis ziemlich nervig für Förster und Jäger folgende Typen unterscheiden. Also wir fangen mit den wenig nervigen an. Das ist dann zunächst mal wirklich harmlos, ist der Typus Waldläufer. Da würde ich jetzt zum Beispiel so den klassischen Sacki dazu zählen. Dann weiß jeder, was gemeint ist. Also sprich, so ein Heini, der in den Wald reinrennt, relativ wenig Zeug dabei hat, da rumstaziert, sich alles anguckt, sich freut, dass es hier schön ist, gegen Abend irgendein leichtes, einfaches Lager aufschlägt. Das muss jetzt nicht zwingend unbedingt, keine Ahnung, die Bretterbude sein mit ein paar Ästen und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Debösat oder Lean-To-Schalter. Das darf ja auch schon mal ein Tarp sein oder auch die Hängematte mit Dach oder irgendwie sowas. Das ist alles überhaupt kein Problem. Und dann köchelt er sich eine Kleinigkeit, packt seinen Müll sofort ein, damit auch nirgendwo irgendwelcher Müll rumliegt. Und am nächsten Morgen baut er das Gleiche wieder auf und ist wieder weg. Und zwar relativ früh und hockt dann nicht bis mittags rum und schleicht wieder irgendwo weiter durch die Wälder. Auch gerne abseits der Wege. Das ist ja alles völlig legitim und legal. Und diese Sorte Bushcrafter, die ist völlig harmlos und kein Förster dieser Welt, das kann ich mir nicht vorstellen, hat gegen diesen Typus was einzuwenden, wenn er den findet. Mit den Jägern sieht schon wieder anders aus. Jemand, der abseits der Wege unterwegs ist, und das trifft dann damit auf jede Gruppierung der Bushcrafter und Survivalisten zu, stellt eine gewisse Beunruhigung fürs Wild dar. Das Wild geht ihm aus dem Weg und das Wild müsste ihm nicht aus dem Weg gehen, beziehungsweise hätte ein freieres Leben, wenn dieser Bushcrafter da nicht rumrennen würde. Deshalb mag es den einen oder anderen Jäger oder einen in dem Moment als Jäger unterwegs Förster geben, der dann damit so ein bisschen ein Problem hat, dass halt eben dieser Bushcrafter zu jeder Tages- und Nachtzeit abseits der Wege irgendwo durch den Wald stiefelt und das Wild beunruhigt. Sache ist die, wenn das Wild beunruhigt ist, dann neigt es dazu, seine Aktivitäten noch weiter in die Nacht hinein zu verlagern, weil wenn es hell ist, ja noch Leute durch den Wald stapfen, was das Jagen dann wieder schwieriger macht, weil das Wild dann halt erst bei stockfinsterer Dunkelheit rauskommt und in dem Moment darf man legal ja schon nicht mehr schießen. Es ist also aus Jägersicht durchaus nachvollziehbar, dass die vielleicht gelegentlich ein bisschen darüber genervt sind, dass da irgendwelche Leute durch den Wald stapfen. Selbstverständlich gibt es auch Jäger, das muss ich an dieser Stelle gleich dazu sagen, die dafür Verständnis haben, weil sie ja selber die Natur genießen, wenn sie draußen hocken und eben auf Ansitzjagd zum Beispiel sind. Und dann auch so fair sind, und das ist wirklich, denke ich, die große Mehrheit der Jägerschaft, zumindest diejenigen eben, die ich kenne, die sind dann auch schon so fair, dass sie einsehen, dass ihnen der Wald nicht allein gehört und jeder andere genauso das Recht hat, wie sie als Jäger da abseits der Wege im Wald spazieren zu gehen und den Wald zur Erholung aufzusuchen. Rein rechtlich gesehen ist der Fall absolut eindeutig, wir dürfen das ja. Es sei denn, wir befinden uns in Schleswig-Holstein, wo nach Einbruch der Nacht die Wege nicht verlassen werden dürfen. Dann gibt es die Variante Bushcrafter, die dann schon etwas nerviger ist, sagen wir es mal so. Das ist dann die Variante, die in den Wald rennt, irgendwo ein etwas massiveres Lager aufbaut. Die rennt vielleicht nicht so viel rum, die läuft nur zu ihrem Lager hin und schleppt relativ viel Zeug mit sich rum. Also das ist dann der reine Bushcrafter, weniger der Survival-Mensch. So würde ich das jetzt klassifizieren. Es gibt da ja keine amtlichen Definitionen, der dann eben sein Recht
langfristiges Waldlager aufschlägt, vielleicht da auch 2 Tage bleiben möchte oder das Lager halt auch mal ein paar Tage stehen lässt, weil er dann wiederkommen möchte. Also worauf ich hinaus will, ist, es handelt sich hier um einen klassischen Bushcrafter, der das im wahrsten Sinne des Wortes betreibt. Er macht Handwerk im Wald und baut sich da irgendwelche Sachen zusammen. Da bleibt es mitunter wirklich nicht ganz aus, dass der Wald dann schon ein bisschen beeinflusst wird. Gerade wenn das ein längerfristiges Lager ist und der da, sagen wir mal, 6 von 7 Tagen ein Feuer am Brennen hat, dann braucht er halt schon das meiste herabgefallene Holz in der Umgebung auf. Und dieses ist, dazu verweise ich auf mein Nährstoffexport durch Holzernte Video, durchaus dann irgendwann ab gewissen Mengen, wenn man da wirklich tagelang Feuerle macht, schon irgendwann ein bisschen eine gewisse Beeinflussung vom Wald. Und jetzt ist es natürlich so, solange das einer, der da irgendwo in einem wuchsigen Wald, irgendwo mitten im Schwarzwald oder sonst wo, wo wirklich wenig los ist oder meinetwegen im bayerischen Wald, also wo wirklich Platz ist, wo kaum jemand rumrennt, wenn man weit genug reingeht. Wenn da so einer hockt, dann wird das dem Förster wahrscheinlich auch ziemlich egal sein. In den allermeisten Fällen bekommt das auch gar nicht mit. So, jetzt weiß ich von dem einen oder anderen Förster, mit dem ich über dieses Thema gesprochen habe. Und ich weiß auch, was ich selber so tun würde, wenn mir so einer über den Weg rennt. Solange man nicht weiß, dass irgendwo mitten im Wald wirklich tief drinne irgendeiner hockt, der sich da einigermaßen stationär eingenistet hat und sich da ein kleines Lagerchen gebaut hat. Ein kleines Lagerchen. Ja, wir sprechen von zum Beispiel einem Lean-To-Shelter mit einer Feuerstelle, die dann wahrscheinlich illegal ist. Und da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein, dass das natürlich eigentlich gar nicht geht. Möglicherweise habt ihr auch eine Feuergenehmigung, aber dann weiß der Förster auch, wo dieses entsprechende Lager steht. Und dann ist es sowieso abgesprochen. Dann braucht man ja nicht drüber diskutieren bzw. drüber nachdenken, was der Förster davon hält. Weil in dem konkreten Fall weiß man ja, was der Förster davon hält. Und zwar viel offensichtlich, weil sonst hätte er es nicht erlaubt. Sprich, solche Lager haben halt immer das Problem, dass sie grundsätzlich illegal sind, weil sie eigentlich immer eine Feuerstelle beinhalten. Jetzt mag mir vielleicht jemand erzählen, dass er keine Feuerstelle dann hat, aber dann hat er trotzdem einen Gaskocher, einen Spirituskocher, einen Hobokocher und was auch immer. Und rein rechtlich gesehen sind die ja genauso verboten wie eine Feuerstelle, also das klassische Lagerfeuer. Klar, es wird immer noch ein Auge zugedrückt, meistens bei solchen Dingern, aber rein rechtlich gesehen ist es halt eben verboten. Deshalb die meisten Kollegen, ja, die haben da nichts dagegen, aber die wollen es am besten gar nicht erst wissen. Dann sind sie auch nicht in einer Situation, dass sie da in irgendeiner Form mit umgehen müssen. Wenn sie es nicht wissen, dann brauchen sie schon nicht von Berufswegen, von Amtswegen, wenn es noch Beamte sind, gibt es ja auch noch einige, irgendwie da agieren. Weil dann müssen sie es. Wenn sie es gefunden haben, müssen sie eigentlich was unternehmen. Also mindestens mit dem betreffenden Mensch mal ein ernstes Gesprächchen führen und unter Umständen eine Verwarnung aussprechen, die dann im Idealfall so aussehen wird, dass sie dann quasi sagen, ja, aber keinen Müll liegen lassen und das Feuer niemals unbeaufsichtigt lassen und ich schreibe mir deine Personalien auf und wenn hier irgendwann mal der Wald brennt, bist du es gewesen, ob du es gewesen bist oder nicht. So zum Beispiel würde ich jetzt in diesem Fall vorgehen. Gibt Kollegen, selbstverständlich, es gibt immer die Guten und die Bösen, in Anführungszeichen, ich hoffe, das versteht jetzt auch niemand falsch, wie ich das jetzt meine, denen geht das schon zu weit und das ist schon eine zu krasse Ausnutzung der Erlaubnis, sich im Wald zu erholen. Genau. Und dann gibt es jetzt noch die Bushcrafter, die das Ganze doch sehr intensiv betreiben und zwar dann auch noch in der Gruppe. Und dann möglicherweise, und das meine ich jetzt persönlich nicht böse, wenn ich jetzt es fühlt sich bitte niemand angegriffen, es geht darum, was der Förster wohl über solche Leute denkt, sofern es nicht mit ihm abgesprochen ist. Wenn ihr also mit dem Förster vorher geredet habt und der Bescheid weiß, was ihr da treibt, es gibt den einen oder anderen auf YouTube, der solche Dinge treibt, und das meine ich jetzt wirklich nicht böse, und persönlich habe ich euch auch alle gern und würde euch natürlich auch nichts tun, wenn es jetzt mein Wald wäre, aber
Ja, es mag sein, dass das dem einen oder anderen und da dann wohl doch eher der Mehrheit der Förster doch sehr sauer aufstoßen wird, wenn sie ein Gruppenlager mit mehreren Schlafplätzen mit massiver Feuerstelle, auch wenn die dann ziemlich sicher ist, mit keine Ahnung, Tischen, Bänken, riesigen Dächern und so weiter und so fort angelegt haben und das eben nicht mit dem Förster abgesprochen, dann wird sowas definitiv für großen Ärger sorgen, wenn er es findet. Und der Turnus, in dem er solche Dinge findet, ist so immer ungefähr ein Jahr. Also ein durchschnittlicher Förster kommt überall in seinem Revier einmal pro Jahr durch. Heißt, ihr könnt das Teil also wirklich so gut wie nirgends verstecken, es sei denn irgendwo mitten im Unterholz, wo die nächsten 20 Jahre keine forstwirtschaftlich gesehen kaum was gemacht werden muss. Da könntet ihr schon verstecken. Da würde ich euch aber nicht empfehlen, wohnen zu wollen wegen Wildsau. Die sind ja jetzt nicht wahnsinnig gefährlich, aber mitten im Unterholz nächtigen ist es eine blöde Idee, ehrlich gesagt. Das ist dann also der Bereich, wo man wildschweintechnisch ein bisschen vorsichtig sein müsste. Ich sage ja immer, Wildschwein ist im Prinzip nicht gefährlich, wenn man alles richtig macht. Im Unterholz nächtigen ist was falsch gemacht. Ganz eindeutig. So eine Sorte. Die würde ich jetzt, wenn sie sich vorher bei mir nicht angemeldet haben, würde ich sie erstmal rausschmeißen, sie quasi 2 Wochen schmoren lassen oder 4 Wochen oder irgend so was in der Richtung und dann vielleicht mal bei ihnen anfragen, ob sie denn jetzt einen offiziellen Antrag stellen wollen, wenn sie sich sowas im Wald anlegen möchten und eine kleine Bearbeitungsgebühr hinterlegen, damit ich da regelmäßig vorbeischaue und gucke, wie es da aussieht. Und ob da jetzt irgendwie Müll rumliegt oder ob das alles wirklich vernünftig aussieht und alles gepflegt und sie keinen großartigen Schaden hinterlassen haben. Und die Bearbeitungsgebühr eben deswegen, weil das ja von meiner Arbeitszeit abgeht, dass ich da vorbeischauen muss, die ich ja sonst für sinnvollere Dinge verwenden könnte, meine Arbeitszeit. Also jetzt ich, als wenn ich jetzt da der zuständige Förster wäre. So ist das jetzt gedacht. So, also das wäre jetzt so die einvernehmliche Lösung, wenn man einen Bushcrafter-freundlichen Förster erwischt. Jetzt ist es allerdings so, dass nicht jeder Förster unbedingt Bushcrafter-freundlich ist, weil viele Förster auch nicht den Unterschied machen können, ob es sich jetzt nun bei einem Bushcrafter um einen Naturfreund handelt, der ohne Müll zu hinterlassen und ohne die Natur schädigen zu wollen, als absoluter Naturfreund, der wirklich absolut nichts kaputt machen möchte, eben im Wald unterwegs ist, oder handelt es sich um irgend so einen, ich sag's jetzt mal überspitzt, paramilitärischen Spinner, der für die Zombie-Apokalypse trainiert und dem dann relativ egal ist, ob seine leeren Konservendosen im Wald liegen bleiben oder nicht, dem Naturschutz jetzt als solches nicht wichtig ist und der nur deswegen in der Natur trainiert, weil er halt eben dafür trainiert haben möchte, wenn die Zombies kommen. Und man kann ja nicht überall Urban Survival machen, sondern muss den Wald ja dann mit einbeziehen für die Zombies eben. Weil im Wald sind ja nicht so viele Zombies, die sind ja eher in der Stadt. Irgendwie sowas. Also so ein Spinner, da könnte ich mir dann schon vor, in Anführungszeichen, wer das hobbymäßig macht, ohne was kaputt zu machen, bitte, gerne, ich mache mit. Nein, aber ist ja überhaupt kein Problem. Aber das Doofe ist halt eben, das kann man im ersten Moment nicht zuordnen als Förster halt eben vor Ort. Ist das jetzt wer Harmloses oder ist das irgendein Spinner, der mir den Wald kaputt macht? Und im ersten Moment, wenn man jetzt als durchschnittlicher Förster aus einer gut gesitteten bürgerlichen Familie kommt, ist man von so einem Menschen mit großem Messer, mit Militärtarnklamotten, der dann möglicherweise noch einen Speer und einen Bogen dabei hat oder was auch immer, erstmal ein bisschen skeptisch, vorsichtig ausgedrückt. Und es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie neulich mal eine Rundmail gegeben hätte über den weltweit deutschlandweiten Försterverteiler, den jedem Förster darauf hinweist, dass es immer mehr Bushcrafter in deutschen Wäldern gibt und die in 90% der Fällen dann doch relativ harmlos sind. Das Problem ist nämlich, was ist in der bisherigen Laufbahn der meisten Förster, die schon viele Jahre Berufserfahrung haben, und das sind die meisten Förster, nur im Wald gegeben hat, wenn da mal irgendwelche Gruppen genächtigt haben oder nachts da noch anzutreffen waren, dann waren das irgendwelche Rabauken, vorsichtig ausgedrückt, die da halt großes Besäufnis bei illegalem Feuer, bei entsprechendem Konsum nicht unbedingt legaler Rauchwaren und was weiß ich was alles,
da Dinge getrieben haben, die man da nicht so gut findet. Völlig zu Recht natürlich. Und am Ende bleibt sämtlicher Müll da liegen. Insbesondere die beliebten Bierflaschen, weil die ja schwer sind und die wieder aus dem Wald rauszutragen, wäre ja wahnsinnig aufwendig. Dann fahren die zum Teil noch mit dem Auto in den Wald rein. Das ist auch überhaupt sowas, was wir Förster gar nicht gerne sehen. Weil der Einzige, der im Wald Auto fahren darf, ist der Jäger, wenn er zur Jagdausübung will, oder halt in Gottes Namen der Förster. So, bam! So viel Macht muss unser Eins dann auf jeden Fall noch haben, dass das so ist. Das hat auch so ein bisschen was mit Status zu tun und ich glaube, die meisten Männer werden das nachvollziehen können, dass man da irgendwo so ein bisschen der Herr und Meister im Wald sein will, wenn man eben das beruflich tatsächlich ist. Weil das ist der Förster, das ist der Waldhüter, das ist der Chef vom Wald in Anführungszeichen und alles, was im Wald so passiert, obliegt tatsächlich der Obhut des Försters, der darf da aufpassen und darf da entsprechende auch polizeiliche Schritte ergreifen, um die Leute dann tatsächlich auch festzuhalten und das auch theoretisch bloß. Das macht keiner. Also in der Praxis macht das definitiv wirklich niemand. Theoretisch auch mit Waffengewalt, also mit dem entsprechenden Gewehr, das er dann unter Umständen dabei hat, weil er halt eben der Förster ist. Aber theoretisch, ja, das ist wirklich, macht keiner. Heutzutage kaum noch. Aber es ist halt so, man hat es damals so gelernt und jetzt rennen da so lauter Gestalten im Wald rum und das werden immer mehr und immer mehr und immer mehr und überall hockt jetzt einer in den Büschen und die vertreiben das Wild, die beunruhigen das Wild, die scheißen in den Wald überall, die graben überall ihre Löcher oder graben auch nicht ihre Löcher, dann haben sie zum Teil noch Hunde dabei, das ist ja auch schon wieder, was, wenn der Hund dann doch mal entwischt und dann irgendwie tagelang im Wald rumflitzt und doch mal irgendwelche Viecher anknabbert, die dann verreckend am Waldwegrand liegen und dann kommt Familie mit Kind vorbei. Ah, da ist ein halbtotes Reh, Papa! All solche Sachen sind schon vorgekommen, wurde nicht groß an die Glocke gehängt, weil man das ja auch nicht möchte. Aber ja, ihr könnt es euch schon vorstellen, dass da noch ein bisschen was dahinter steckt. Auch ganz beliebt sind halt die Leute, die ihren Müll in den Wald abladen. Und wenn man da so jemanden antrifft, der da halt ständig im Wald rumschleicht und so aussieht, als würde er den Wald auskundschaften, wo er denn am besten seinen Müll abladen kann. Auch so könnte man unter Umständen einen Bushcrafter interpretieren. Ja, und eben nochmal ein besonderer Fall ist halt die Sache mit dem Feuermachen. Es ist halt nun mal verboten und es ist potenziell ja eben wirklich gefährlich. Es ist ja möglich, den Wald anzuzünden, zwar nur, wenn es wirklich sehr, sehr, sehr trocken ist und man sich extrem dämlich anstellt, aber potenziell ist es möglich. Und wenn man jetzt wirklich so viele Leute im Wald rumspringen hat, die da alle mit Feuer hantieren und in irgendeiner Form Feuerchen eben machen, sei es im Hoboofen, im Gaskocher oder was auch immer, dann kann ich schon nachvollziehen, dass man da dann irgendwann mal ein bisschen nervös wird und die dann am liebsten lieber wieder raus haben möchte aus dem Wald, sofern man sie nicht persönlich kennt. Weshalb eben mein Appell jetzt schon in mehreren Videos auch gewesen ist, dass man doch bitte, wenn man in ein und demselben Wald mehrfach buschcrafterlich aktiv ist, gerade wenn man da eben ja auch sich ein bisschen längerfristig in einem demselben Lager aufhalten möchte, wobei man das dann auch nicht wirklich ewig lange machen sollte. Das sollte man einfach nicht tun. Anlegen, mal 2 Nächte drin pennen, alles schön wieder wegräumen und dann wieder weiterziehen. Das kann man dann notfalls auch mal als Gruppe machen. Aber dass man da ein bisschen unruhig wird als Förster, das ist hoffentlich ein bisschen nachvollziehbar. Weil man weiß ja nicht, was sind das für Gestalten? Wo kommen die jetzt plötzlich alle her? Wollen die mir was Böses? Wollen die dem Wald was Böses? Oder sind die tatsächlich so harmlos, wie sie behaupten? Und wenn sie es behaupten, kann man denen das dann glauben? Ja, man kann da eben optimistisch rangehen oder halt eben nicht. Und so ganz wirklich übel nehmen kann ich es dem Kollegen, der da ein bisschen vorsichtig ist, nicht wirklich. Ganz ehrlich, nee. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, so einigermaßen, hoffe ich. Ja, und die Sache mit dem Jäger, das ist halt nochmal so ein eigenes Kapitel. Da muss man natürlich dann nochmal sehen. So ein Jäger, wenn der auf seinem Hochsitz sitzt und in den Wald guckt und sieht da irgendwas, was so halbwegs aussieht wie ein Dreckhaufen.
dann kann der bei einer entsprechenden Bushcrafter-Dichte nicht mehr sicher sein, ob es sich zum Beispiel um einen Dreckhaufen handelt oder ein Stück Holz oder was auch immer. Oder einfach mal wieder irgend so ein getarnter Bushcrafter, der da mal wieder super getarnt im Wald hockt. Dann müsste er eigentlich vom Hochsitz runter zu diesem Objekt hinlaufen, um dieses Objekt erstmal korrekt ansprechen zu können, was das denn nun ist, bevor er da in die Nähe schießt. Nachher hockt halt doch ein Bushcrafter drin und er trifft dieses Teil. Und dann ist der Bushcrafter tot. Das will der Jäger in der Regel ja auch nicht. Beziehungsweise vielleicht will er es schon, aber er würde es normalerweise nicht tun. Ihr versteht, was ich meine, ne? Und wenn er dann halt erstmal runter war von seinem Hochsitz und einmal schön durchs Jagdrevier marschiert ist, dann wissen die Viecher auch alle, dass er da ist und dann kann er die Jagd für den Tag vergessen. Dementsprechend kann man irgendwo verstehen, dass so ein Jäger so einen Bushcrafter nicht so wirklich gerne hat, wenn der in der Nähe vom entsprechenden Hochsitz des Jägers nächtigt. Weshalb ich ja dann auch in meinem Jagdvideo vorgeschlagen habe, dass es gar keine so blöde Idee ist, direkt beim Hochsitz zu nächtigen, weil wenn der Jäger kommt, dann sieht er einen wenigstens sofort, kann einen sofort bitten, woanders hinzugehen, weil er hier jagen möchte. Und wenn man sich dann leise vom Acker macht, dann hat er vielleicht noch eine Chance, irgendwas zu schießen. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn er anfängt zu schießen und man dann erst aufspringt. Halt, halt, hier lieg ich! Ihr versteht das Dilemma? Ist schon schwierig. Es gibt viele Interessensgruppen am Wald, die gab es schon immer und jetzt ist halt eben mit den Bushcraftern und Survivalern eine weitere Interessensgruppe am Wald dazugekommen, mit der die anderen Interessensgruppen des Waldes jetzt erstmal irgendwie zurechtkommen müssen. Das wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern, bis sich da eine Standardvorgehensweise herauskristallisiert hat. Ich höre auf meinem Kanal jede Menge positive Berichte von Bushcraftern, die sich mit dem örtlichen Förster angefreundet haben. Oder eben die den halt persönlich kennen und der Förster weiß, dass sie sich da in den Wäldern rumtreiben und nichts Schlimmes machen und da ist alles wunderbar in Ordnung. Da habe ich wirklich schon einige Kommentare in dieser Richtung bekommen. Und ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob ich von euch verlangen kann, dass wenn ihr in einem Wald tätig seid, in dem der Förster ein bisschen scheiße drauf ist, dass ihr dann einfach in einen anderen Wald geht, wo der Förster ein bisschen besser drauf ist. Im Prinzip wäre das die ideale Lösung eigentlich. Geht den Leuten, die mit euch nicht klarkommen, aus dem Weg, weil ihr habt eben rechtlich gesehen jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, aber ich will hier Bushcraften, es ist mein Recht hier zu Bushcraften. Das ist halt eben nicht der Fall, es ist euer Recht, den Wald zu betreten, das auch nachts, aber dann werdet ihr halt immer mehr zum Ärgernis und man kann euch, wenn ihr im Wald pennt, auch sehr wohl rauswerfen, weil das eben nur eine rechtliche Grauzone ist, die das Übernachten im Wald gestattet. Es ist nicht so, dass irgendwo das Recht auf Übernachten im Wald gegeben wäre. Es wird einfach toleriert und geduldet und man kann dafür nicht bestraft werden, was man aber sehr wohl eben kann, ist aus dem Wald geworfen werden. Also das kann sehr wohl passieren. Und also wenn man da irgendwie einen auf dicke Hose macht und meint, man hätte hier irgendwelche Rechte, dass man das alles darf, was man hier treibt und insbesondere dann, wenn man noch irgendein Feuer gemacht hat oder sonst was, ja, dann sollte man auch bereit sein, die Hose runterzulassen, um den Arschtritt dann zu kassieren, den man dann nämlich mit großer Wahrscheinlichkeit bekommen wird. Denn der Förster hat da beim Waldschwanzvergleich in Anführungszeichen definitiv den längeren. So, harte Worte zum Schluss, aber das ist halt so ein bisschen die Situation. Ich denke, die meisten Kollegen werden mit euch klarkommen. Wenn ihr mit ihnen klarkommt, sprecht miteinander, dann gibt es da auch garantiert irgendeine Lösung, die sich da finden lässt, wenn man wirklich vernünftig miteinander redet. Der Ton macht die Musik und wichtig wäre halt eben, dass man auch kein militantes Auftreten an den Tag legt, sondern halt eben mehr so, ich muss wieder den Saki als Beispiel nehmen, so Saki-artig, weil der ist ja wirklich absolut harmlos. Bisschen schwieriger könnte es möglicherweise werden, abgesehen davon, dass der Benjamin Klausner auch total harmlos ist. Aber wenn wir jetzt den mal als das etwas in grün rumlaufende Beispiel nehmen und den Saki als etwas eher bunteren, Hightech-Materialien tragenden Bushcrafter und den Benjamin Klausner eben als den militärisch angehauchten Bushcrafter, der trotzdem, wie gesagt, absolut harmlos ist. Wenn man ihn 5 Minuten kennt, sollte man das wahrscheinlich feststellen. Ich gehe mal davon aus, dass er das ist. Ich kenne ihn ja nicht persönlich. Ja, aber sagen wir mal so, die Saki-Variante ist, wenn man mit dem Förster sprechen will, definitiv die bessere, einfachere. Gut,
So viel dazu. Ich hoffe, es hasst mich jetzt keiner. Ihr denkt nicht wirklich, dass ich irgendwas anderes hätte sagen können, als das, was ich jetzt gesagt habe, weil ich bin ja selber irgendwo zu der Gruppe der im Walde Zuständigen irgendwie dazu zu zählen. Demzufolge kann ich euch jetzt natürlich nicht sagen, lasst euch nicht erwischen und macht so viel Feuer, wie ihr wollt, zum Beispiel. Ist auch nicht meine Meinung, definitiv nicht. Meine Meinung ist, Bushcraften ist okay, sollte man dürfen, aber eben mit Rücksicht auf die anderen Interessensgruppen am Wald, die im Übrigen auch schon vorher da waren. Im Fall der Jäger zum Beispiel immer da waren, im Fall der Förster seit circa 250 Jahren recht gut geordnet und geregelt. Aber das ist jetzt schon wieder ein historischer Abriss und ich schweife ab. Und deshalb wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend. Ich hoffe, wie gesagt, es hasst mich keiner. So ist die Situation und macht's gut.